Es gibt kein Serienmodell mit vier Ringen, das näher am Motorsport dran ist als der Audi R8. Dynamik, Präzision und vor allem Schnelligkeit sind seine Kompetenzen. Umweltverträglichkeit entsprechend nicht. Es gibt den Hochleistungssportwagen in zwei Leistungsstufen. In der Performance-Variante hat der V10 Mittelmotor 37 kW mehr und kommt auf 456 Kilowatt Leistung. Ich habe heute die Ehre, einen der letzten seiner Art zu testen. Er ist abgesehen vom A8 die Spitze der Nahrungskette bei Audi. Doch der Ingolstädter Hersteller hat vor kurzem mitgeteilt, dass die Produktion des R8 komplett eingestellt wird. Sportwagenfans in der ganzen Welt sind darüber natürlich nicht so erfreut. Doch genug der nostalgischen Worte, setzen wir uns mal rein und schauen uns an, was den Audi R8 so besonders macht. Das Cockpit ist auf den Fahrer zugeschnitten. Neben Digital-, Tacho- und Drehzahlmesser lassen sich weitere Informationen wie Navigation oder Fahrzeugdaten direkt hinter dem Lenkrad anzeigen. Viele Carbon-Elemente lassen den R8 auch von innen sehr sportlich wirken. Das Stück des Audi R8 ist sein V10-Motor, der im Heck stolz unter einer Glasscheibe präsentiert wird. Hier im Inneren fällt mir als erstes auf, dass man sich hinter dem Lenkrad gleich wie in einem Rennauto fühlt. Das liegt natürlich am R8 Performance-Lenkrad, was es zulässt, die ganzen Funktionen über das Lenkrad zu steuern. Das hilft natürlich gerade im Grenzbereich. Also testen wir mal, wie der Wagen denn jetzt so fährt. Der 5,2 Liter V10 Motor kommt auch ohne Turbolader auf beachtliche 456 kW und liefert ein maximales Drehmoment von 580 Newtonmetern. Von 0 auf 100 braucht der R8 gerade einmal 3,1 Sekunden. Seine Höchstgeschwindigkeit ist erst bei 331 km/h erreicht. Keine Frage, dass dieser Übersportler nach Super Plus verlangt und außerdem beim Verbrauch zuschlägt, wenn er seine Muskeln spielen lassen soll. Zeitgemäß geht anders, das ist auch Audi klar. Beeindruckend ist der R8 trotzdem. Beim Fahren fällt mir als erstes der brachiale V10-Sound auf. Der 5,2-Liter-Motor, der auch im Lamborghini Huracan verbaut ist, drückt dann mit jedem Gasstoß tiefer in den Sitz und verwandelt jedes ernste Gesicht in ein lächelndes. Man hat jedoch nicht das Gefühl, hier die Traktion zu verlieren oder irgendwie aus der Kurve zu fliegen, denn der Anpressdruck, den der R8 generiert, ist wirklich überwältigend. Genau wie seine Optik, die Audi in der zweiten Modellgeneration noch einmal geschärft hat. Der Single-Frame-Kühlergrill ist breit und flach. Die Scheinwerfer mit den angrenzenden Designelementen lassen den R8 scharf und kantig wirken. Große Lufteinlässe an den Seiten sorgen für zusätzliche Kühlung. Die 20 Zoll Räder im 10-Speichen-Design aus einem Stück gefräst sind beim R8 optional erhältlich. Am Heck fallen der große Spoiler und das breit gezogene Lüftungsgitter des Motors auf. Eine Erinnerung an den ersten R8 sind die ovalen Endrohre. Abschließend kann man sagen, der R8 wird eine große Lücke bei den Ingolstädtern hinterlassen, die es gilt für Audi zu füllen. Die Emotionen, die solch ein Fahrzeug mitbringt, sind nicht so leicht zu ersetzen. Ich für meinen Teil werde das Fahrzeug auf jeden Fall sehr vermissen und bin gespannt, was Audi in der Zukunft für uns bereithält.